Tag 23. Bitte da, das ist sehr schön. Nichts geschehen, das ist wunderbar. Wir haben 24 Teile mitgebracht. Schon mal sehr geil. Oh ja, das ist gut. Pavel? Was ist los? Man kann Kinder nicht einfach drin einsperren. Ohne dass es etwas zu tun gibt. Also hat mein Junge meine Fußballmannschaft gegründet. Das war. Jetzt zerreißen, ihn beim Trainieren im dunklen Kellergeschoss zuzusehen. Sie kamen auf die Idee, ein Pokémon-Turnier zu organisieren. Obwohl ich große Angst hatte, haben wir drei andere Mannschaften eingeladen. Denn wir mussten ein ernsthaftes Problem lösen. Pavel. Wir brauchen eine Gitarre. Warte. Bin rein. Du stellst beide her. Was? Kräuter? Nee, ich will keine Kräuter. Kompost hier. Okay. Wir brauchen nächste Runde wieder Teile. Sonst wird es nichts. Pavel. Pavel. Ich würde sagen, du. Machst du oben ein Feuer da? Zwei. Wie haben wir denn? Zwei. Fünf haben wir, okay. Gut. Jetzt war es schön wollig warm. Anton? Du isst bitte was? Und gehst ins Bett? Du gehst auch ins Bett. Du bist der Händler, super. Sehr schön. Wasser, 8 Wasser, okay. Guten Tag, der Herr. Sie wünschen. Gemüse. Warte mal. Hat der Holz. 24, 25. 5. Was könnt ihr mir dafür bieten? Okay. Da was geben? Ich könnte dir ein bisschen Kaffee geben. Das bräuchte ich. Okay. Aber nicht billig. Ist jetzt ein bisschen doof, weil ich eigentlich sonst was haben möchte. Willst du eine Schaufel? Brecheisen. Ja. Deinen Schatten vielleicht? Ich glaube ja. Oh ja, cool. Ein Teil. Ich kann jetzt einigen. Ja, ist doch okay. Dankeschön. Ciao.
Bubble. Ich will wieder fit werden, super geil. Gut. Und jetzt die Werkbank. Wir haben es geschafft, Leute. Die Werkbank ist in Produktion. Yubidubidu. Erst demnächst die Lampe. Dann kann man Gemüse machen. Oh ja. Oh ja, jawohl. Schnaps. Cool. Sehr, sehr gut. Wir können die Lampe anfertigen. Wie geil ist das denn? Mixer. Sehr, sehr geil. Die schlafen alle, okay. Häufig müde, traurig. Okay. Traurig, ja, ein bisschen, aber. Das wird schon gehen. Gut. Geil. Was brauchen wir da oben jetzt? Ist das viel? Gut, dann müssen wir nächste Folge wieder auf Plündertour gehen. Machen wir jetzt mal abends. Warte mal. Kurz Radio an. Und beenden den Tag. So. Dann ins Reisebüro gehen. Möglicher Handel. Ja, machen wir. Morgen recht traurige Bett schlafen, ne? Anton hält Wache. Wir gehen ins Reisebüro. Nehmen die Axt mit. Möglicher Handel. Wie geht's denn? Zeig haben wir aber nicht. Ja, zu Not schmeiße ich den Dose und dieses Zeug weg. Das sind die zwei Sachen. Okay. Auf geht's. Was ich jetzt auf jeden Fall mal vermeide, ist, dass wir töten, ne? Ah, das ist das Gebäude, geil. Erstmal. Gucken wir nachher auf. Okay. Hi. Okay. Machen wir gleich aber erstmal. Das ist wichtig. Diese Teile. Guten Tag. Was hast denn du? Niedrige Teile, Güter. Oh. Das reicht nicht. Gibt's da was von dir? Ein paar Teile vielleicht? Gut.
Gut. Wir plündern weiter. Die brauchen wir auch, glaube ich. Gut. Sollte aber passen so weiter. Die Teile wieder mitnehmen, das ist geil. Genau. Ja, kann ich schauen. Was ist hier dann? Oh, da ist Schluss, okay. Noch hoch. Das sind die beiden, ne? Ja. Kühlschrank essen, nee, da. Boah, eigentlich bin ich ja Mente. Ah, das ist ein Bad. Medikamente. Kurz da hoch. Wir wollen woanders weiter schauen. Da könnte was sein. Könnte was sein oder auch nicht. Ich dachte immer, dieses Haus wäre so gefährlich, aber im Anschein nach ist es das gar nicht. Okay. Nix. Warte. Da ist doch was zu plündern. Holz. Nicht dein Ernst, oder? Ist die Treppe kaputt oder was, oder? Warum gehst du immer da hinten hoch? Guten Tag, der Herr mit Kapuze. Wunderbar. Dann gehen wir leider auf die andere Seite. Boah, Teile geil. Okidoki. Die Axt nehme ich schon mit. Mein Gott, Vibe. Das ist aber möglich mit dir. Ah, oh, okay, jetzt nimmst du die Treppe. Mein Gott, hier aber der Wegfindung, ey. Der vom Meter Schritte drin, der Typ. Okay. Wir sind eh voll, aber wir haben jetzt doch 5 Minuten, ne? Wisst ihr was, Leute? Machen wir das ganz kurz. Wir rennen zurück zum Ausgang. Gehen aber ganz kurz zurück hier. Haben 3 Tage in einer Folge, das ist super. Passt es auch. So, ab nach Hause. Slatter ist zurück. So.
Tag 24. Es wird immer besser für uns. Geplündert, ja, nein. Was ich bekommen habe. Nicht geplündert worden. Super geil. Lieber Mathematiker. Wir hatten alles Hunger. Drei Leute Hunger. Dreimal Futter. Ja. Kein Wasser mehr. Wasser her. So. Oh, das ist so. Sehr hungrig und traurig. Ich sag mal, machen wir da zwei. Sechs Güter. Du gehst ins Bett. Leicht verletzt. Was geht da? Medikamente bitte. Warte, geh mal runter kurz bitte. Ofen heizt, das ist sehr gut. Okay. Einmal. Verdammt, viele Teile brauchen wir. Das nächste. Oh, bitte. Schraube, okay. Was Neues? Es wird kälter. Okay. Mehr Gräueltaten vom Militär. Okay. Musik an. Wer ist bitte was später? Ist lauter. Sorry. Okay. Machen wir hier aber kurz zwei von den Dingern hier. Filterzeug. Machen wir die nächste Nacht schon mal. Filter. Gut. Ich sag danke zu Pavel. Das ist auch noch Hunger. Passt. Gut. Dann ab zur nächsten Nacht. Wir laufen jetzt schon mit Pavel. Pavel schneller, er hält Wache. Ich schlafe alle drei, das ist sehr gut. Das Reisebüro. Oh mein Gott, ja, genau. Nehmen wir gar nichts mit. Nee, passt, wir müssen schnell plündern. Wir nehmen einfach alles mit, was wir jetzt finden, ne? Komm. Ich behalte dich im Auge, ich weiß. So, da. Alles klar, alles schnell durchlaufen. Muss natürlich immer alles ewig dauern.
Wir überziehen eh ständig, von daher. Ist das nicht schlimm für euch, glaube ich. Für euch sowieso nicht. Holz. Was gibt's denn noch hier? Holz. Ja, komm. Dann geh doch runter. Mensch, Pavel. Ich bin's. Was hast du denn noch hier? Bandagen. Zwei Bandagen. Was ist das? Nichts Besonderes. Für mich schon. Kann man was abstauben vielleicht? Okay. Geht nicht. Gut. Dann warte sie damit. Krass. Wir handeln und gehen nach Hause. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschalten zu This War of Mine. Würde mich sehr freuen und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.